Dr. McWheely. Das ist Dr. McWheelys Werkstatt. Und sie ist natürlich auch da. Oh, sie hat eine Nachricht bekommen. Und von wem? Von einem roten Auto. Es hat keinen Treibstoff mehr. Es steckt deshalb im Parkhaus fest. Auf der roten Ebene. In der Parkbucht mit dem Buchstaben A. Wir helfen dem Auto und bringen ihm Treibstoff. In diesem Kanister ist Treibstoff drin. Ab ins Parkhaus. Das mehrstöckige Parkhaus befindet sich in der Stadtmitte. Es muss ein großes Gebäude sein. Wo es wohl ist? Sind wir da? Ja! Das ist aber ein großes Parkhaus. Dr. McWheely, lass uns das Auto suchen. An der Wand hängt ein Plan. Prima! Die rote Parkebene ist in der vierten Etage. Da befindet sich die Parkbucht mit dem Buchstaben A. Na dann los! Du musst die Rampe hochfahren. Weiter, weiter, weiter. Wir sind in der zweiten Etage. Oh, die Rampe, die in die dritte Etage führt, ist gesperrt. Kein Problem, es gibt einen anderen Weg. Wow, ein Aufzug speziell für Autos. Damit können wir hochfahren. Die vierte Etage. Wegen Reparaturarbeiten gesperrt. Hier können wir nicht raus. Lasst uns hochfahren. Die fünfte Etage. Wenn wir die Rampe runterfahren, sind wir da. Die Parkbucht mit dem Buchstaben A ist auf dieser Seite. Es ist nicht mehr weit. Hier ist die Rampe. Dr. McWheely fährt in die vierte Etage. Und da ist auch schon das rote Auto.
Es hat in der Parkbucht A geparkt. Auto, wir haben Treibstoff mitgebracht. Mach den Tankdeckel auf. Fertig. Im Kanister war aber nicht viel Treibstoff. Du musst zur Tankstelle fahren. Ich zeig dir den Weg. Fahr mir nach. Das ist die Ausfahrt des Parkhauses. Die Tankstelle ist gleich da vorne. Immer geradeaus. Tschüss, Dr. McWheely. Bis zum nächsten Mal. Dr. McWheely. Das ist Dr. McWheelys Werkstatt. Da kommt ein ganz schmutziges Auto. Mal sehen, was dem Auto fehlt. Es hätte besser in die Waschanlage fahren sollen. Das Auto sagt, dass es früher immer schön geglänzt hat. Es war ständig unterwegs, bei Regen und Schnee. Aber es war regelmäßig in der Waschanlage. Eines Tages ging der Schmutz aber nicht mehr ab. Kannst du dem Auto helfen, Dr. McWheely? Wir müssen dich erstmal waschen. Noch ein Stück. Stopp! Als erstes spritzen wir dich mit Wasser ab. Und jetzt schäumen wir dich ein. Mal sehen, ob du dann sauber wirst. Das Auto ist immer noch schmutzig. Das ist also gar kein Schmutz. Das ist Rost. Autos werden aus Metall gemacht. Und Wasser, auch Regen, kann Metall zum Rosten bringen. Wir müssen den Rost entfernen. Wir entfernen die Räder. Ebenso die Motorhaube und die Türen. Diese Teile werden separat bearbeitet und lackiert. Die Scheinwerfer und den Kühlergrill müssen wir nicht lackieren, denn sie sind nicht verrostet. Die Rückleuchten entfernen wir auch. Die sind in Ordnung. Jetzt können wir loslegen. Das ist ein Sandstrahler. Damit können wir den Rost und die alte Farbe entfernen.
Der Sandstrahler erzeugt einen starken Strahl aus Sand und Luft. So kann der Rost entfernt werden. Der Tank wird mit Sand gefüllt. Und durch den Schlauch wird Luft in den Tank und den Mischapparat geblasen. Das Luft- und Sandgemisch kommt als starker Strahl aus der Sprühpistole. Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Schaut mal, der Rost und die alte Farbe verschwinden. Fertig. Jetzt können wir das Auto lackieren. Aber zuerst müssen wir uns eine Farbe aussuchen. Wie wäre es mit Orange? Sehr schön. Jetzt montieren wir auch die restlichen Teile. Neue Räder. Motorhaube. Kühlergrill. Frontscheinwerfer. Rückleuchten. Und die Türen. Das Auto sieht wieder aus wie neu. Auto, die Reparatur ist erledigt. Du kannst dich wieder auf den Weg machen. Dankeschön, Dr. McVeely. Bis zum nächsten Mal. Dr. McVeely. Schaut mal, das Haus brennt. Das ist ein Fall für die Feuerwehr. Mit Wasser und Schaum können Sie das Feuer sicher löschen. Oh je, eine der Spritzen funktioniert nicht richtig. Es kommt nur noch Wasser raus, aber kein Schaum. Bei einem großen Feuer ist nur Wasser nicht genug. Wir müssen zu Dr. McVeely gehen und die Spritze reparieren lassen. Das ist ihre Werkstatt. Hier repariert sie Autos. Da ist ja Dr. McVeely. Hallo Feuerwehrauto. Was gibt's denn? Aus deiner Spritze kommt nur Wasser, aber kein Schaum? Mal sehen, woran das liegt. Von außen her scheint alles in Ordnung zu sein. Was ist in diesen Fächern? Eine Schaufel? Ein Brecheisen, eine Axt, eine Zange und ein Wasserschlauch. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Auf dem Dach des Fahrzeugs ist eine ausfahrbare Leiter. Damit können die Feuerwehrmänner an hohe Stellen gelangen. Das ist die Spritze, aus der eigentlich Schaum kommen müsste. Sie funktioniert auch. Lasst uns einen Blick auf den Wassertank und den Tank mit der Schaumlösung werfen. Hier sind die Tanks.
Mal sehen, wie sie funktionieren. Das ist der Wassertank. Und das ist der Tank mit der Schaumlösung. Wenn der kleine Motor in Betrieb ist, fließt das Wasser durch das Rohr zu der Wasserspritze. Und dieser kleine Motor sorgt dafür, dass die Schaumlösung zur Spritze gelangt. Wenn sich die Lösung mit dem Wasser vermischt, entsteht Schaum. So müsste es eigentlich funktionieren. Aber der Motor, der die Lösung in das Rohr bringen sollte, ist kaputt. Hier haben wir eine Art Propeller. Aber einige Klingen sind abgebrochen. Deshalb kann er sich nicht drehen. Lasst uns die Teile der gebrochenen Klingen rausnehmen. Mal sehen. Er dreht sich wieder. Doch die Lösung fließt zu langsam. Lasst uns einen neuen Propeller einbauen. Genau so. Motor starten. Prima. Schaut mal, so viel Schaum. Da bekommt man wirklich Lust reinzuspringen. Ui, super. Jetzt kann das Feuerwehrauto wieder Schaum spritzen. Und wir bauen das Fahrzeug wieder zusammen. Die Garage ist auch wieder sauber geworden. Feuerwehrautos sind sehr interessante Fahrzeuge. Jetzt kann es wieder gehen und Feuer löschen. Das hast du gut gemacht, Dr. McWheely. Bis zum nächsten Mal. Dr. McWheely. Das ist Dr. McWheelys Werkstatt. Heute ist es aber heiß. Selbst Robby flüchtet aus der Sonne in den Schatten. Dr. McWheely sitzt auch im Schatten und träumt von Eis. Da kommt ein Eiswagen. Hallo, wir möchten gerne ein Eis kaufen. Mal sehen, welche Sorten es gibt. Oh je, unter dem Eiswagen hat sich eine Pfütze gebildet. Was das wohl ist? Oh, das ist geschmolzene Eiscreme. Der Kühlschrank ist kaputt. Fahr in die Werkstatt, Eiswagen. Wir bringen das wieder in Ordnung. Wo befindet sich der Kühlschrank? Und wie funktioniert er? Lasst es uns herausfinden. In dem Kühlschrank befindet sich ein spezielles Rohr, auch Verdampfer genannt. In dem Rohr befindet sich Gas. Das Gas absorbiert die warme Luft und so wird es im Kühlschrank kalt. Der Kompressor leitet das Gas in den Kondensator. Hier kühlt das Gas ab. Es transportiert die warme Luft nach draußen und wird dann wieder flüssig. Anschließend gelangt die Flüssigkeit ins Kapillarrohr, wird dort wieder zu Gas und befördert die warme Luft nach draußen. Wenn das Thermometer die gewünschte Kälte misst, schaltet sich der Kompressor aus und der Kühlvorgang wird beendet. Auf diese Weise funktioniert ein Kühlschrank.
Aber in diesem Kühlschrank muss irgendetwas kaputt sein. Die Rohre sind mit Gas gefüllt. Der Kompressor funktioniert auch. Woran liegt es also? Warum wird die Luft im Kühlschrank nicht gekühlt? Hey, Moment mal. Vielleicht ist ja das Thermometer kaputt. Ja, genau. Es zeigt nicht die richtige Temperatur an. Und deshalb wird der Kompressor nicht eingeschaltet. Wir müssen ein neues Thermometer einbauen. Aus welchem Gerät können wir ein Thermometer ausbauen? Aus einem alten Fernseher? Einem Kühlschrank? Oder aus der Waschmaschine? Ja, natürlich. Aus einem Kühlschrank. Robby bringt einen alten, kaputten Kühlschrank. Mal sehen, wo das Teil, das wir brauchen, sich befindet. Gefunden. Das ist ein Thermometer. Wir ersetzen das kaputte Thermometer durch dieses hier. Fertig. Das Thermometer zeigt die richtige Temperatur an. Und der Kompressor wird eingeschaltet. Das Gas strömt durch die Rohre und die Luft kühlt ab. Der Eiswagen muss neues Eis holen gehen. Ein Eis ist nicht geschmolzen. Das ist für dich, Dr. McWheely. Dankeschön, Eiswagen. Dr. McWheely. Schau mal, auf der Straße sind so viele Autos unterwegs. Die meisten fahren selbst. Aber manche befinden sich auf der Ladefläche von Autotransportern. Der Autotransporter ist groß und stark. Er hat in der Autofabrik 10 Autos abgeholt und bringt sie jetzt zum Autohaus. Mal sehen, welche Farbe sie haben. Lila? Hellblau? Gelb? Rosa? Schwarz? Weiß? Rot? Blau. Grün. Orange. Gut gemacht. Wir haben alle Farben richtig aufgesagt. Pass auf, Autotransporter. Das Verkehrsschild sagt, gleich kommt eine Bodenwelle. Hier musst du langsam fahren. Oh, das weiße Auto ist von der Ladefläche gerollt. Und der Autotransporter hat es gar nicht bemerkt. Er ist am Autohaus angekommen. Lasst uns dem Autotransporter helfen, die Autos zu zählen. Eins,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ein Auto fehlt. Weißt du, wer das Auto gefunden hat? Dr. McWheely. Weißes Auto, du musst zum Autohaus. Du kennst den Weg dorthin nicht? Kein Problem. Dr. McWheely wird ihn dir zeigen. Los geht's. Gleich sind wir da. Autotransporter, wir haben das verloren gegangene Auto gefunden. Jetzt ist alles in Ordnung. Alle 10 Autos sind jetzt am Autohaus. Oh, schau mal. Dr. McWheely hat irgendwo auf der Straße eine Schraube wie diese verloren. Hast du sie gesehen? Wenn ja, schreib uns als Kommentar, wo sie ist. Dankeschön.